Viele neue Sachen gibt es natürlich in meinem Supermarkt, die da in die Regale gehämmert werden. Und ich bin diese Person, die das seit einer Weile testet, wenn was Neues. Und deswegen teste ich heute auch wieder neue Sachen, die es bei uns in Mönchengladbach neu im Supermarkt gibt. Wir fangen direkt an und legen direkt los mit Sachen, die Nina vorbereitet. Was ist es denn? Wir haben einen Snickers Berry Whip. Also mit Beerensahne. Was hat das gekostet? 2,29 Euro. Riecht aber gut. Sie riecht ein bisschen wie eine Joghurtte. Das sieht aus wie ein normales Snickers und es schmeckt wie Erdbeere ohne den Snickers-Geschmack. Also das kann es doch nicht sein. Sind Erdnüsse drin denn? Ja. Ah. Aber selbst die schmecken nach Erdbeere. Das sieht aus wie normale Snickers. Da ist nicht mal eine Sache drin, die darauf schließen könnte, dass das jetzt ein anderer Geschmack ist. Ich finde es super irritierend, dass da nicht innen drin noch irgendwie Whip ist, also dieser sahnige Schaum oder in irgendeiner Form, sondern dass es einfach normale Snickers ist. Ich finde das gruselig, das macht mir Angst. Das ist eine 3 von 10. Wait, there's more. Ach du heilige Mutter. Ich slide rein, okay? Die haben noch mehr Flavor, Butterscotch, also so ein, wie so ein Toffee, ne? Am besten genießbar zwischen 18 und 22 Grad. Heute haben wir 26, hier drin ist 22. Das wird jetzt der optimale Taste. Mmh, ein Snickers-Taste. Ich könnte mir vorstellen, dass du so ein Butterscotch-Typ bist. Okay. Boah, das riecht nach so Whisky-Arsch. Sieht wieder aus wie ein normales Snickers. Ich bleib dabei. Es ist super künstlich und nicht lecker. 3 von 10. Es schmeckt sehr bitter. Nicht nach Alkohol, aber es schmeckt sehr bitter. Das ist überhaupt nicht mein Geschmack. Bevor das Video jetzt weitergeht, einmal ein kleiner Shoutout noch an meinen langjährigen Partner Miu Miu natürlich. Die begleiten mich natürlich auch durch meinen Tag. Durch euren Tag können euch einige Miu Mios aber natürlich auch begleiten. Im Hintergrund ist schon eine weite Produktvariation davon verfügbar. Und da könnt ihr natürlich ohne Probleme, wirklich ohne Probleme, einfach mal euch eine kaufen. Wenn ihr zum Beispiel eine seht bei euch im Kiosk, im Supermarkt oder sonst was, schickt mir mal ein Bild und ich weiß, dass es schon einige gemacht haben, schickt mir mal eure Lieblingssorte. Also, wenn ihr nicht verpassen wollt, Teil der Miu Miu Revolution zu sein, würde ich jetzt loslegen und mal fleißig bei Miu Miu schön entspannt reingehen ins Sortiment und mal ein paar Mios probieren. Geht weiter jetzt im Video. Takis, Intense Nacho, Non-Spicy. Das ist für Takis sehr gut, weil Takis sind so spicy. Bitte? Heißt das Takis oder Takis? Das heißt Takis. Okay. Dachtest du Takis? Nee. Du hast dazu noch gesagt, Intense Nacho ist so, wie man Timo auf der Straße nennt. Ja. Die sehen aus wie echte Takis. Riechen die nach Käse? Nee, Takis. Wie viel kosten die? Hab vergessen nachzugucken. Die sind ja im Prinzip nur... Takis Intense. 4,49 Euro. 4,49 Euro für so eine kleine Packung? Holy shit. Ja, genieß besser. Also im Prinzip ist es ja eigentlich nur so ein Dorito, der dann aufgewickelt wurde zu so einer Rolle. Weil die schmecken auch genau wie Doritos. Das ist Nacho Cheese von Doritos, nicht Intense Nacho. Relax. Takis. Ich mag ja Doritos. Ich hasse das, so irgendwas wo so reinzudippen. Nachos im Kino kann ich mir eigentlich auch so fetzen, ohne irgendeinen Dip oder so dabei zu haben. Ist aber okay. Artificially flavored, schön oben fett draufgepackt. Besser als diese Snickers-Dinger. Ist auf jeden Fall eine 5. Schmeckt ganz normal wie das, was man erwartet. Ist halt Snacks, ne? Slide das so cool rüber, wenn es steht. Wenn es steht. Wenn es steht. Wenn es steht. Habe ich nicht verstanden. Da war schon unterwegs. Steht. Splash O-Red Nergy Fizzy Candy Drink Brain Liquor. Das ist auch ein Brain Liquor Blue Resin Fizzy Candy Drink. Sind das einfach Energy Drinks? Ich weiß nicht. Ey, dieses ganze Ding auf der Rückseite ist voll mit irgendwelchen Sachen, die da drin sind. Wie kann man solche Artikel entwerfen? Das sind nicht mal andere Sprachen. Es ist wirklich eine Liste von Sachen, die hier drin sind. In Deutsch übersetzt, kohlensäurehaltiges Wasser, Zucker, Säureregulatoren, Aromen, Farbstoffe, Konservierungsmittel, Süßstoff. Das ist die Liste. Auf Englisch. Also ich weiß nicht, ob wir zu wenig angeben müssen oder also irgendwie hier jemand geschummelt hat. Rot oder blau? Neo. Komm, Intense Nacho. Was möchtest du? Rot oder, rot oder blaue Pillow? Es eskaliert gleich wieder. Rot. Der will in der Matrix bleiben. Der war zu groß, der Schluck. Schmeckt wie Hitchis als Limo. Das ist wirklich saure Drachenzungen in einem Süßgetränk, was fizzelt. Jetzt nehmen wir das Blaue dazu, weil das wären dann ja die blauen Drachenzungen, nicht saure Drachenzungen. Ich schwöre dir, das sind blaue Drachenzungen vom Hitchler.
als Limo. Wenn es von ihm persönlich wäre, dann wäre es natürlich eine 10 von 10, klar. Aber ansonsten ist es wirklich ein Gummibärchen im Wasser. Ist eine 3. Timo trinkt's leer. Gut, haben wir das schon mal geklärt. Für mich noch nichts Top-mäßiges dabei. 1,59 Euro übrigens. Ah, ja. Oh. Oreo Socola Pie Special Edition Pikachu. Collect all 16 Fotocards. Da sind collectible Karten drin. Oh, es gab auch noch andere. Ich habe nur die gekauft. Oh. Oh, das ist ja voll cool. Nice. Welches Pokémon ist es, Timo? Okay. Pingu. For sale in Asia only. Das ist tatsächlich ein exklusiver Gegenstand. Das ist eine Schmuggelware. Das ist tatsächlich eine Schmuggelware. Geht's los. Das für mich Relevante. Die haben Druck drauf, als wären die abgelaufen. Wenn ich da lese, nur in Asien ist das, soll das da ausgedingst werden und ich krieg kleine Küchlein. Das sind ja so Softcakes mit Schokolade ummantelt, die so, die sind wie diese Furzkissen, die explodieren, die gedrückt wurden und kurz vorm Zerbersten sind. Die Luft ist vollgepackt mit Geschmack. Und du zerdrückst doch das Küchlein. Nein, 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 da ist so viel Druck drauf, ich merke noch nicht mal den Kuchen da drin. Jedes Mal. Entschuldigung. Boah, riecht das nach Banane. Holy shit. Ach so, ich habe Banane gekauft? Ja. Oh, oh sorry, ich wollte eigentlich die anderen nehmen. Oh, es ist bananig. Ja, huiuiui. Aber steht hier auch nirgendwo drauf, oder? Nee, da ist doch eine Banane draufgemalt an der Seite, oder? Da an der Seite? So. Ach nee, das sieht nur... Das ist Pikachu. Ach so. Das ist Pikachu. Aber ah nee, danke fürs Erklären, one. Leute. Banane. Ich folge gerade gestern so einem Typen auf Instagram, der nur in so Länder geht und seine Videos immer anfängt mit: Hi, ich bin gerade in Indien und ich werde heute so viel Streetfood essen, bis ich eine Lebensmittelvergiftung kriege. Und dann konsequent zu diesen ganzen crazy Streetfood-Ständen geht. Der kriegt nie eine Lebensmittelvergiftung. Der Mann macht mir Mut für alles. Also der filmt dann immer auf solche Eisstände, wo so 2000 Ameisen über das Eis laufen. Und dann holt er sich dann Eis und isst das. Und dem geht's immer gut. Hier habe ich Sorge gleich, was mit mir passiert, weil das schmeckt wirklich, als hätte so ein Milchshake mit Bananen gemacht, selbst gemacht in einem Mixer und es dann trocknen lassen. Zu einem Pulver gemacht, dann da nochmal ein Hubba-Bubba-Kaugummi reingemixt und dann so lange geknetet, bis das ein neues Kaugummi wird und dann so getan, als wäre das ein Kuchen, aber eigentlich esse ich ein getrocknetes Kaugummi mit getrocknetem Apfelmilch. Timo hat das in seinem Dörrautomat für dich kreiert. Das schmeckt ganz komisch. Das macht mir wirklich Sorgen. Hier seht ihr so eine Creme da drin, ne? Ja. Die ist richtig Gelee-artig da drin und zieht sich so ein bisschen. Was grinst? Hier, gib dir jetzt mal die andere Nimm Seite. Nimm doch mal einen Happen, Timo. Der grinst mich die ganze Zeit so an. Hier, ich hab's ja extra umgedreht. Das ist ein komplett neuer Seil. Sieht aus du wie liebst doch Banane. Naja, boah. Du hast dafür einen Asien-Exclusive Plinfire jetzt bekommen in einer komischen... Das schmeckt super scheiße. Das sind 2 von 10. Das schmeckt wirklich dramatisch schlecht. Und es schmeckt wie, als wenn du ein Kaugummi runtergeschluckt hättest und stolz auf dich bist, weil du 8 Jahre alt bist oder so. Nächstes Mal hole ich Erdbeer. Was kostet das? 5,99 €. Nicht worth it. Aber es ist eine große Schachtel. Sind auch 18 Stück, glaube ich, drin. Und eine Pokémon-Karte. Snoop Doggy Dog. Nacho, Nocho, Nachos, Tortilla Chips von Snoop Dogg, Cheddar Barbecue. Timos großer Bruder. Rap Snacks, Stay Focused and Be Relentless. Wir hatten schon mal Chips von Snoop Dogg, der wirklich noch nie so AI generiert aussah wie auf dieser Verpackung und so glatt gebügelt. Dieser Mann ist inzwischen echt fast 70. Der sieht nicht so aus und sah nie so aus. Die letzten Chips, die wir mal geholt haben an der Tankstelle in Süddeutschland, als wir in die Schweiz gefahren sind, die waren erstaunlich lecker von Snoop Dogg, muss ich sagen. Aber es waren keine Nachos. Aber erstmal, größte Enttäuschung, ihr seht diese Verpackung hier. So viel ist da drin. Also nicht mal die Hälfte, das ist ein Drittel. Das ist eine Mogelpackung. Das Warte mal, hast du schon was da rausgeholt? Nein, ich habe die gerade geöffnet. Das ist ja nur das untere Drittel. Ja, das ist eine kleine Schüssel für einen Fernsehabend. Kostet wie viel? 3,49 €. 3,49 €? Ja, 3,50 € quasi. Das sind die traurigsten 3,50 €, die ich je gesehen habe. Nicht mal die Schüssel so übervoll. Stay relentless. Grammmäßig angegeben ist 71 Gramm. Das ist frech. Miracoli war doch die Mogelpackung des Jahres. Ich plädiere für das da. Sind sehr käsige Nachos. Das, was es verspricht, ist auch noch dabei. Ein bisschen Barbecue. Es ist vollends, entfaltet sich und ist wieder unfassbar intens gewürzt. Also richtig, richtig viel.
Aber wenn es hochkommt, ist es auch eine 5 von 10. Ehrlich, ehrlich. Sind nach wie vor Doritos immer noch knackiger, noch auch mal genauso heftig gewürzt. Aber ich weiß, dass ich Timo damit abhole. Deswegen gebe ich es dir schon mal. Bei mich holt das gar nicht ab. Twizzlers. Naturally and artificially flavored savers. Also natürlich und nicht natürlich geflavorte Gummistückchen, oder was? Ich glaube, ich hatte in meinem Leben noch keine Twizzler. Die sind auch neu, habe ich mir sagen lassen, weil das sind Gummy-Tanks. Also das stimmt, das ist so ein, sind so Lippen, dann ist so eine Zunge, die macht so... Wie? Kosten die? 4,99 €. Ein weicheres Gummibärchen. Nicht besonders. 3 von 10. Wir haben keinen Lauf heute einfach. Nee, naja. Die neuen Sachen, die sind zu langweilig. Die sind einfach noch mal weicher als ein Gummibärchen. Das ist wie, kennt ihr noch Gummibärchen in ein Glas Wasser geben, damit die so groß werden? Ja. Habt ihr auch gemacht? Ja. So schmecken die nach einer Stunde. Berry Pebbles. Von der Post. Be caring. Help Wilma count the bones on Juliet's X-ray. Da sind nur Errungenschaften von Frauen hinten drauf. Cool. Steht auch vorne drauf. Women who rock. Cool. Celebrating women who rock. Darf ich die anderen dazu haben? Ich konnte es schon erspicken. Klar. Weil dann... Lucky Charm Minis. Lucky Charms cool, aber nicht so krass. Minis ist jetzt neu. Bin doll gespannt. Ich werde mir jetzt mal hier zwei kleine Schüsselchen machen. Haben die noch Spielzeug drin, weil das Amis sind? Da ist Spielzeug drin normalerweise? Kelloggs früher doch immer. Echt? Nur deswegen hat man Kelloggs gegessen. Die hatten immer so eine kleine Plastikverpackung da noch mit drin. Da erinnere ich mich nicht dran. Und dann war so ein Spielzeug drin. Aber dürfen die, glaube ich, alle nicht mehr. Weil so die doofen Kinder wieder dann draufgegangen sind, weil die das gegessen haben oder so. Lucky Charms ist ja so Marshmallow-esque. Ich bin ja eh kein großer Marshmallow-Fan. Kenne ich nicht. Kenne ich nur von TikTok tatsächlich. Lucky Charms, ja. Ami-Dinger. Die gibt es aber auch schon seit Ewigkeiten in Deutschland inzwischen. Also die großen, die normalen. Aber ich mag die auch nicht sehr gerne. Vielleicht trauen die sich ja noch Spielzeug. Boah, was ist das denn? Das sieht aus wie Potpourri. Das sieht wirklich aus wie die Einfahrt von den Flintstones, als wenn die damit da so Kugel auslegen. Nein, weißt du, wie das aussieht? Wie die Knallerbsen von Silvester. Direkt aufmachende Brise nehmen, auch nicht die schlauste Entscheidung auf jeden Fall. Aber irgendwie finde ich, das sieht cool aus, als wäre man so cool, wenn man das isst. Aber ich habe Sorge, wenn man Milch drüber kippt, dass es dann einfach so braun wird. So wie wenn du diese coolen Farben in deinem Wasserfarbkasten in der Schule einfach zusammengemischt hast. Ich möchte mal ganz kurz betonen, für alle, die es jetzt angucken, das hier ist wirklich so weit weg von der Realität, von dem, was ich morgens in irgendeiner Form frühstücke. Ey, auch wenn ihr jetzt so Kids habt, wir sind ja alle gefühlt im ähnlichen Alter. Please don't. Also muss jetzt auch nicht, keine Ahnung, eine Möhre zum Frühstück kriegen, aber das ist schon wirklich... Das ist Endlevel-Kaputtung. Kann man sich mal gönnen. Ich finde es cool, wenn man so 14, 15 wird, ein bisschen gamert und zockt und am Wochenende sich ja, einfach mal ein paar Cornflakes ballert und sich das ausprobiert. Das machen wir auch. Aber alles, was wir hier machen, Wusa, ne, das machen wir fürs Video so viel. Mir geht's danach auch immer scheiße eine Stunde später. Nur damit ihr das mal wisst. Mal Milch rein hier. Jeder, der Milch vorher reinmacht, merkwürdig. Super süß. Aber immer noch klassische Lucky Charms, halt nur minimal kleiner. Diese Marshmallow-Stückchen da drin mag ich immer noch nicht. Aber ich finde die so aushaltbarer. Es ist im Vergleich zu so anderen Kellogg-Sachen ist bei mir eine 6. Probieren wir mal unsere Special Edition. Dadurch, dass sie so aufgebaut sind wie Frosties, mag ich die eigentlich vom Crunch und Geschmack her, also so ein klassischer Kellogg, so ein klassischer Cornflake, mag ich die eigentlich viel lieber als so runde, komische Kügelchen. Von der Form her, und das ist super wichtig, finde ich, bei so Cornflake-Sachen, finde ich das sehr viel ansprechender, aber da ist so viel künstliche Geschmäcke, die ineinander geworfen werden, auch wieder wie so Süßigkeiten, dass mir das gar nicht schmeckt. So Erdbeere, Blaubeere und irgendwie noch so ein Bärenmix, das tut's für mich gar nicht. Das ist eine 3 auch leider wieder. Ich bin heute wirklich nicht gut aufgestellt mit den Sachen, die überzeugen mich alle nicht. Tja. Mittendrin gibt es mal so ein paar Ausreißer, aber die Sachen hier, die sind zu wenig. 8,99 €. Beide zusammen? Nee, each. Fast 10 € für eine Packung Cornflakes. Ich möchte aber auch einmal kurz dazu sagen, ich war jetzt nicht in so einem weirden Köln-Schildergasse-Süßigkeiten-Store und hab die gekauft. Alle Sachen, die ihr heute seht, habe ich in einem normalen Edeka gekauft. Also so weird. Die probieren bestimmt halt, aus, was gut weggeht. Ja, und ist dann halt wollen die neu jetzt wahrscheinlich so auf dem deutschen Markt dann. Und vielleicht ja, die machen, die wollen diesen Shops Konkurrenz machen, weil bei denen die Leute wahrscheinlich aus der Süßigkeitenabteilung da flöten gehen, weil die immer nur zu diesen weirden TikTok-Ami-Sachen gehen. Ich glaube, TikTok ist aber auch ein großer Treiber dafür, dass die Sachen jetzt hier so rübergeschwappt kommen. Voll, klar.
Pringles hat neue Sorten. Aus Frankreich sind die jetzt hier gerade. Da heißen die ja nicht Pringles, sondern Pringle. Ah ja. Wir haben einmal Buffalo Flavor. Guck mal, das ist das erste Mal, dass er nicht normal auf der Verpackung ist, weil es jetzt viel zu scharf ist. Er ist so... Glaubt ihr, Animationen und Grafiken sind manchmal das, was Leute sich ausdenken und dann in die Realität bringen und dann ist es eine andere Realität für Leute, wo man den Einblick hatte, dass dieser Pringles-Mann gefangen ist im Fegefeuer und wir nur ein Bild davon haben von seiner leidigen Reise? Safe, die Dose sollten wir auf jeden Fall aufbewahren. Der sieht ein bisschen aus wie Mr. Monopoly, ne? Haben die eine Connection? Safe, Alter, bestimmt ist das der Knasti-Bruder. Dann wohl zuerst mal rein in den Honig, ne? Hast du eine Lieblings-Pringles-Sorte? Pringles nicht. Also doch, ich würde Sour Cream und Onion machen, glaube ich, als Safety. Aber wenn ich Pringles umgehen kann, dann mache ich das sehr häufig. Manchmal habe ich aber auch Pringles Craving, sehr selten aber. Mhm. Weil ich bin ja so ein sehr, ich liebe ja Essigchips. Mhm. So, ich bin number one Essigchip. So, wenn Chips bei mir, dann nur Essig. Ansonsten finde ich es lecker, aber das brauche ich nicht zu Hause. Ich brauche Essig zu Hause, damit meine Lippen sich pellen, wenn ich eine ganze Packung aus Versehen dann esse. Das ist Honig-Chili höchstwahrscheinlich. Oben ist Honig, unten ist ein Chili. Let's try. Verspricht, was es hält. Verspricht, was es hält. Hält, was es verspricht. Ah, so rum. Das ist wirklich honigmäßig lecker. Hat aber auch so eine leichte so Cayenne-Pfefferschärfe. Aber das ist das erste Mal, dass ich Pringles esse, die wirklich eine Schärfe haben und nicht nur würzig sind. So. Alles, was so in Deutschland hot and spicy ist, ist ja nicht scharf bei denen. Aber das ist tatsächlich, das hat mal ein bisschen einen leichten Kick. Durch so Honiggewürz schmeckt das aber so ein bisschen muffig. 4,99 €. Boah, es ist teuer alles. Ui, eine 3. Also es ist schon eher auf der muffigen Seite durch dieses Honigding. Kann man essen, muss man aber nicht. Das ist eine Limited Edition. Mhm. Ist gut, oder? Das ist eine Limited Edition. Ach so, ist. Okay. Scorching Hot höchstwahrscheinlich. Also sehr heiße, scharfe Pringles. Du kennst die, hast du gesagt, Timo. Da steht neu oben drauf. Hä? Was ist das denn? Das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Was? Pringles sehen doch immer alle gleich aus. Ja. Die sehen ja super gefährlich aus. Oh mein Gott, die müssten wir eigentlich Düs geben. Der lutscht doch immer das Gewürz erst darunter. Die sind fucking scharf. Oh. Aber lecker. Kreislauf scharf oder okay scharf? Du isst nicht so gerne scharf, schon sehr scharf. Die sind so eine Buffalo Hot Sauce. Ist das so eine amerikanische Buffalo Hot Sauce? Brennt die hier vorne an der Zunge alles weg? Ich kann gar nicht mehr reden. Das ist lecker. Das ist eine neue Entdeckung. Die haben nämlich dieses Essig-Scharfe, dieses Hot Sauce-Essig-Scharfe, ähnlich zu Tabasco. Oh, oh, lecker! Die Verpackung und der Look der Chips halten komplett, was es verspricht, so rum, ja. Ja, auch 4,99 € übrigens. Was, habe ich schon bewertet? 9. 8. Cool. Ready to eat. Cookie Dough, Bite Size, Candy Bar Pieces mixed into delicious Cookie Dough. Das heißt, die haben von Twix Keksteig genommen, einen Twix klein gemacht oder, wie ich immer vermute, solche Abfälle, die bei der Produktion entstehen, dass man die noch wiederverwerten kann, haben sich dann Keksteig irgendwie angemischt und kneten das da rein und dann hast du einfach fertige Mini-Keksteig-Twix-Stückchen. Das ist wirklich... Das kannst du niemandem erzählen, dass sowas verkauft werden darf. Was kostet der Spaß denn? 2,99 €. Ich dachte erst fair, weil ich dachte, da drin ist so eine Schachtel wie von dem Eiskonfekt, weißt du? Dass da so große, gooey Dinger drin sind. Aber das ist ja eher so ein Topping für Müsli, gefühlt. Es gibt Keksteig. Mhm. Und dann gibt es Keksteig. Mhm. Das hier ist zweiteres. Keksteig. Mm. Also das wird, wie man schon der Verpackung entnehmen kann, weil alles auf Englisch ist, sicherlich nicht ein Produkt sein, was hier jetzt zu Lande hergestellt wird, sondern importiert wird. Und das tut Keksteig, der nun mal in seiner Konsistenz teigig ist, ne, und Flüssigkeit beinhaltet, nicht sehr gut. Und es macht ihn sehr trocken. Heißt, du beißt rein und es ist schon sehr, ja, ist fast schon gebacken. Ne? Also ist nicht so gut, sage ich ehrlich. Mm. Ist auch wieder im Bereich... 4. Eine Offenbarung gab es heute. Wir haben aber natürlich noch viel mehr in den Supermärkten. Uiuiui. Es ist wirklich unfassbar, was sich da zusammenbaut. Falls ihr noch neue Sachen habt, die wir mal dringend testen sollen, gerne in die Kommentare schreiben. Bis dahin sage ich tschüss. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da.
guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein, tschüss.